Hallo, herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute mit dem Yogi und einem neuen Vorgestellt. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich mal wieder ein Spiel für euch hier ausgepackt, oder besser gesagt, für euch vorbereitet, was ich euch vorstellen möchte. Und das war so ein bisschen... Oder dieses Spiel hat eine interessante Vorgeschichte. Ich war eigentlich zum Spieleabend verabredet und dann hatte ich Spielnachmittag sollte es losgehen und ich hatte vormittags noch Zeit. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn mit diesem schönen sonnigen Vormittag? Und dann bin ich einfach mal nach Köln gefahren. Ja? Und dann bin ich dann ins Brave New World. Also schöne Grüße an das Brave New World. Ein toller Spielladen übrigens, kann ich nur empfehlen. Und habe dann da ein Spiel stehen sehen und da konnte ich leider nicht dran vorbeigehen. Und witzigerweise war es dann so, an dem Spielnachmittag, wir wollten eigentlich was anderes spielen, ich hatte das Spiel aber noch auf dem Tisch liegen und der Marc, schöne Grüße ja, an Playing Chiller, der dann hier zu Gast war, hat das Spiel gesehen, wie, du hast das schon, das gibt's auch gar nicht, sag ich, ja nee, ist die englische Version und ja, das müssen wir trotzdem spielen, alles andere über den Haufen werfen, wir spielen das. Alles klar. Gut, jetzt habe ich eine Menge Vorgeschichte erzählt und jetzt muss ich euch natürlich sagen, worum geht es. Und zwar geht es um dieses gute Ding. Stranger Things Upside Down. Ja, ist von Rob Deviaux. Den könnte man kennen für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Soll ungefähr 1 Stunde dauern. Das hat bei uns irgendwie jedes Mal länger gedauert. Ich weiß auch nicht warum. Und ist ein kooperatives Spiel, wo wir die erste oder die zweite oder vielleicht beide, wenn man die Zeit hat und Lust hat, Staffeln dieser Serie so ein bisschen nachspielt. Und ich war jetzt überrascht, es ist ein cool Mini-or-Not-Spiel. Und das ging nicht über Kickstarter, das ist direkt in den Retail gegangen. Und das ist ja eher so ein bisschen untypisch für die Jungs und Mädels von Cool Mini. Und ja, jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, Cool Mini, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jünger von Cool Mini, also es gibt auch Spiele, die gefallen mir nicht. Aber ich mochte Stranger Things und und was soll ich sagen? Also Stranger Things hatte mich ja schon in Folge 1, da sitzen die im Keller und spielen D&D. Was soll ich sagen? Da bin ich am Start. Ja? Und dann habe ich das Spiel gesehen und habe gedacht, okay, das ist Englisch. Naja gut, ist es von Cool Mini or not? Wie schwer werden die Regeln sein? Naja gut, nimmst du mit. Und dann habe ich es mitgenommen und haben wir es gezockt. Und jetzt habe ich gedacht, ja... Das will ich euch nicht vorenthalten. Es ist auf Deutsch angekündigt tatsächlich auch. Also es ist nämlich nicht ganz sprachneutral. Und deswegen muss ich sagen, es wird von Asmodee auf Deutsch kommen. Also von da aus, wer sich jetzt nicht an die englische Version traut, weil er sagt, nee, mein Englisch ist nicht so gut. Keine Sorge, wartet ein bisschen. Das kommt auf Deutsch. Ja. Aber trotzdem ist ja dann die Gelegenheit, jetzt mal die Augen und Ohren aufzumachen und zu gucken, ist das Spiel überhaupt was für mich? Oder ist das so ein richtiger IP-Schrott? Ja. Wo man sagt, toller Name drauf, tolles Coverbild, kann man nicht dran vorbeigehen, aber man kriegt nichts geboten. Und mit diesen Dingen werde ich jetzt aufräumen. Schauen wir mal in die Schachtel. Ich lege die Schachtel vor allem erstmal weg. Es gibt zum einen erstmal den Spielplan, den habe ich nämlich schon mal hier vorbereitet, indem ich ihn rausgelegt habe. Und zwar gibt es, der ist doppelseitig, zum einen für Season 1 gibt es hier also die obere Welt und hier dann diese Unterwelt, ne, das kennt ihr ja, wo man wechseln kann, wer die Serie guckt hat, kennt es zumindest. Ja. Gleiches gibt es auch auf der Rückseite für Season 2, da ist es ein bisschen anders. So, was ist denn überhaupt zu tun? Also in Season 1 gewinnen wir, wenn wir Will gerettet haben. Ja? Und Season 2 gewinnen wir, wenn wir Will schon wieder gerettet haben, aber auch das Tor geschlossen haben. Ja? Und wie geht das Ganze jetzt vonstatten? Ich lege den Plan mal hin, den brauchen wir nämlich gleich noch. Jeder nimmt sich am Anfang, sucht sich einen dieser Charaktere aus. Da gibt es so eine Charakterkarte. Also ich... Die haben alle ein nettes Artwork von dem Charakter und hier so eine Furchtleiste. Das ist quasi Lebenspunkte-Tracker. Also wer das Maximum an Furcht erleidet, der ist kaputt, dann ist der Spieler verloren. Also es darf niemand sich so sehr fürchten, dass er das Spiel verliert. So ganz einfach. Jeder Charakter hat auch eine eigene Aktion, also eine Fähigkeit, die nur er hat, tatsächlich. Ja. Und ich finde, die Rückseite kann man besser sehen. Es gibt hier den Sheriff,
Mike Wheeler natürlich, ne? Dustin, Nancy, ne? Joyce und Lukas als Charaktere. Wer sagt jetzt, wo ist denn Elfie? Richtig, die Frage ist berechtigt. Elfie ist leider ein bisschen degradiert worden. Es gibt eine Mini zu Elfie. Ist die? Ja. Es gibt natürlich auch zu allen anderen Charakteren. Ich habe jetzt mal beispielhaft hier so zwei, den Sheriff und so weiter rausgenommen. Ja. Cool Mini oder not ohne Minis wäre auch ein bisschen komisch. Elfie ist leider degradiert worden zum Tracker. Hier oben ist nämlich ein runden Tracker. Und ganz ehrlich, die steht hier drauf und wandert hier runter, um anzuzeigen, wie viel Zeit noch ist. Denn wir können uns nämlich nicht unendlich Zeit lassen, Müll zu retten. Es gibt tatsächlich ein Zeitlimit. Das haben wir ein bisschen selber in der Hand, dieses Zeitlimit. Ja? Denn es gibt hier oben, wir können in jeder Runde können wir uns bewegen. Ja? Jeder hat ein grundsätzliches Movement, also eine gewisse Art von Bewegung. Die ist hier auf der Charakterkarte drauf. Man kann aber später noch Aktionspunkte ausgeben, um sich weiter zu bewegen. Und diese Aktionspunkte, um die geht es eigentlich die ganze Zeit. Ja? Und zwar, man sieht hier an diesen Orten, ja, das sind an jedem Ort, kann man hier so eine Aktion machen. Hier gibt es so verschiedene Dinge. Ja, hier kann man zum Beispiel Investigate the Lab, also hier kann man in Labor Erkundigungen einziehen. Ne? Hier kann man runterkommen, hier kann man Furcht tatsächlich heilen. Ja? Das kann man hier oben auch nochmal, kann man noch mehr Furcht heilen. Hier kann man, auf diesen Feldern kann man Verbündete rekrutieren. Also es gibt natürlich noch Leute, die einem auch irgendwie helfen können. Ja. Und ja, das Labor zu infiltrieren bringt was, weil das macht uns später Proben leichter. Ja, und es gibt hier tatsächlich noch so Sonderaktionen, so gibt es hier auch hier unten. Ja, hier so Elfie-Aktionen. Elfie kann nämlich tatsächlich eine ganze Menge, wie auch in der Serie, und die kann auch helfen. Ja, jede dieser Aktionen kann man allerdings nur einmal pro Spiel machen. Also wenn die einmal benutzt sind, ist hier nichts mehr drin, das komme ich gleich zu. Und dann ist die erledigt. Und es gibt hier unten halt die drei Aktionsfelder, Rettet Will. Wenn man die alle abgeklappert hat und alle bestanden hat, die Proben, die da zu machen sind, dann ist das Spiel gewonnen. Ja, das klingt ja irgendwie erstmal ganz einfach. Geht man auf die Aktionsfelder und macht das. Ja, auf diesen Aktionsfeldern werden aber leider so Stapel an Markern gelegt. Und zwar haben diese Marker Werte von 0 bis 5. Ja? Und es kommt auf jeden Stapel kommen unterschiedlich viele Marker, aber unten sind es 4. Und die werden verdeckt dahingelegt. Man weiß also nicht, welche Zahlen sich auf diesen Markern quasi befinden. Dann werden die da draufgelegt. Und wenn man das Feld betritt, kann man sich entscheiden, eine Probe zu machen gegen dieses Feld. So, wie geht denn diese Probe? Jeder von uns oder jeder der Spieler hat Aktionskarten auf der Hand. Und zwar immer 5. Und die werden am Ende des Zuges auch immer wieder auf 5 aufgefüllt. So eine Aktionskarte kann zum Beispiel so aussehen. Ne, die hat ein oberes, ein unteres Feld, in der Mitte eine Zahl, hier eine 2. Wenn ich diese Karte ausspiele, bekomme ich 2 Aktionspunkte. Ich kann die zum Beispiel für alle möglichen Sachen verwenden. Ich kann damit auch 2 Felder weitergehen, zum Beispiel. Ja. Aber meistens, ehrlicherweise, ja, braucht man die manchmal für Bewegung, aber oft, die braucht man eigentlich für Proben. Desto höher die Zahl, hier gibt es so eine 3, ja, desto besser ist die Karte natürlich. Dann gibt es noch, das kann man auch mal zeigen, hier so ein Walkie-Talkie da oben drauf. Das ist ganz cool. Wenn nämlich eine andere Person mit mir auf dem Feld steht, kriege ich hier für einen Aktionspunkt mehr, für jede Karte mit Walkie-Talkie, die ich eingesetzt habe. So. Und es gibt aber auch diese Karten mit diesem Gefahrensymbol hier unten. Die sind nicht so gut, weil für jede Karte, die ich davon benutze, muss ich am Ende meines Zuges eine Szenenkarte mehr ziehen. Dazu komme ich gleich. So, wie geht das jetzt nun? Ich habe jetzt gesagt, ich möchte jetzt Will befreien und hier liegen halt so 4 so ganz fiese Marker, wo ich keine Ahnung habe. Habe jetzt hier 5 Karten. Ich nehme jetzt einfach mal 5 Karten und ich sage mir, ich weiß nicht, was da liegt. Ich lege mal meine Karten ab. Ich habe eine 3, eine 2, eine 2. Das heißt, ich lege 7 Punkte hin und das ist meine Probe. Dann werden die Dinger aufgedeckt und dann zähle ich mal. Ich habe jetzt hier eine 2, eine 1, eine 2 und noch eine 1. Das war natürlich eine sehr gute Probe. 5,
dann kämen da 6 Punkte bei raus, ich habe 7, dann hätte ich gewonnen. Aber man weiß ja nicht, was darunter liegt. Also hiermit hätte ich es tatsächlich geschafft, dann würde dieser Stapel abgeworfen werden und Schritt 1 wäre erledigt. Schaffe ich es nicht, ist das Problem, dann wird Folgendes getan, dann kriege ich die Differenz der ja, nicht geschafften Probe zu dem Wert, der unter den Plättchen lag, in Furcht. Und, das ist jetzt der gute Teil, dann werden die Plättchen gemischt und ein zufälliges Plättchen wird rausgenommen. Das heißt, der Stapel wird kleiner. Die Chancen, also, den bei der nächsten Probe zu schaffen, werden größer. Aber ich habe mir natürlich vielleicht ordentlich Furcht eingehandelt. Ja, ja. So. Und so funktionieren halt alle Proben in diesem Spiel. Fast auf jedem Feld sind diese Proben zu erledigen. Also man ist die ganze Zeit mit seinen Actionkarten dran. So. Das ist ja ganz cool. Man kann die also ganz alle schön abwerfen und dann kriegt man ja am Ende des Zuges 5 neue. Ist dieser Stapel aber leer? Wird der Ablagestapel wieder neu gemischt? Ja, das stimmt. Aber dann, was mit Folgendes, dann geht der Elfie-Tracker einen weiter. So, ist der Elfie-Tracker am letzten Feld angekommen und ich müsste noch ein Feld weitergehen, haben wir das Spiel verloren. Das heißt, wir haben am Anfang gedacht, Junge, Junge, das sind super viele Karten, das ist gar kein Problem. Aber, oh je, mine, das geht schneller als man denkt. Wenn man jeden Zug alle seine 5 Karten ausspielt und braucht für seine Proben, dann rennt die Zeit. Also man muss da wirklich drauf achten, dass man nicht zu viele von seinen Karten da so wegheizt. Man muss also gut absprechen, wer macht was, wer will wie viele Karten ausgeben. Also ist schon ein bisschen so eine Art Ressourcenmanagement nötig mit diesen Karten, damit man eben vielleicht mal auch mal einen Zug ein bisschen einspart und vielleicht nur 2 Karten ausspielt und so weiter. Wenn man natürlich irgendwann auch weiß, welche Plättchen unter welchen Proben liegen, kann man natürlich auch ein bisschen abschätzen, was brauche ich hierfür und so weiter. Es gibt auch Aktionen, wo man sich Stapel angucken kann oder zumindest die obersten aufdecken kann und zumindest schon mal einen zu kennen. Ja, ja, so ist das. Jetzt ist natürlich auch so, jetzt kann man hier übers Feld laufen und diese Proben machen. Nein, es werden einem natürlich noch Sachen in den Weg gestellt, zum Beispiel die Patrouillen, die fahren durch die Gegend. Und wenn man auf ein Feld mit denen kommt, muss man gegen die kämpfen. Man muss die halt vertreiben. Ja? Die halten einen auf. Man darf da nämlich nicht die Aktion von dem Ort machen, sondern tatsächlich muss als Aktion, man darf nämlich immer nur eine Aktion pro Zug machen, gegen diese Dinger kämpfen. Und wer auch hier rumläuft, ist natürlich der Demogorgon. In Akt 1 läuft der da rum. Der hält einen auch auf und den muss man auch bekämpfen. Und der ist auch, kann auch ziemlich stark werden. Ja? Denn der hat nämlich tatsächlich hier seine eigenen Stapel hier am Rand. Umso mehr Stapel da liegen, desto schlimmer ist das. Umso schwieriger wird der ist jetzt zu besiegen, weil der hat nämlich eigene Plättchen, die Demogorgon-Plättchen. Ich gucke, ob ich da eins von ausgelegt habe. Die nämlich so stark sind, wie hier Stapel liegen. Das heißt, wenn da 6 Stapel liegen und das ist ein Plättchen, ist es sogar höher, dann ist das eine 6 wert, wenn das mit im Stapel liegt. Also schon ordentlich. Und der ist unbesiegbar, man kann ihn halt nur wegschubsen am Ende, aber der kommt halt die ganze Zeit wieder und stört einen. Ja, was habe ich jetzt noch gesagt? Am Ende des Zuges muss ich noch eine Szenenkarte ziehen. Davon gibt es natürlich auch in Akt 2 und Akt 1 verschiedene, was übrigens auch für die Verbündeten gilt, die ändern sich auch. Und diese Szenenkarten übrigens, die auch ganz geile Artworks haben, hier so richtig finstere Dinge, die ja, nerven. Denn die bewegen zum Beispiel Demogorgon, die bewegen die Patrouillen und die sorgen dann dafür, dass tatsächlich hier Stapel wieder aufgefüllt werden, dass man Handkarten abwerfen muss, dass man weniger Handkarten einfach zur Verfügung hat und das passiert sehr, sehr häufig und das ist richtig bitter, ja. Also diese Karten will man einfach nicht ziehen. Und pro Gefahrensymbol, was man ausgelegt hat, ja, muss man eine Karte mehr ziehen. Also das heißt, es wird immer gefährlicher. Ne? Darum, wenn man jetzt hier im Labor zum Beispiel forschen geht, für jedes Feld, was man mal freigemacht hat, muss man wieder davon ein Ausrufezeichen ignorieren. Darum ist das Labor so wichtig. Ja? Also das sind aber natürlich auch Aktionen, die man wieder aufbringen muss. Und das muss man sich gut überlegen, wenn man das tut. Ja? Dann gibt es zum Beispiel, es gibt auch so ein paar Gegenstände, die man hier sammeln kann, die einem natürlich helfen. Jeder kann nur 2 Gegenstände tragen. Problem ist, dass man die nicht untereinander tauschen kann. Das heißt, wenn man einen Gegenstand bekommt, wir können also fast an jedem Ort Items ziehen, kann man
mehr Aktionspunkte ausgeben für die Aktion, umso tiefer darf man graben. Das heißt, wenn man zum Beispiel 4 Aktionspunkte hat, darf man die obersten 4 Karten ziehen und sich dann einen daraus aussuchen. Also umso tiefer man gräbt, desto besser ist das. Und es gibt hier auch, ja klar gibt es hier Waffeln. Das muss ich jetzt immer sagen. Ne? Es gibt Kassettenrekorder, die ganz typischen Sachen, ne, die man auch aus der Serie kennt. Finde ich sehr, sehr cool. Also, wenn man in der Serie zu Hause ist, dann wird man sich hier auch sehr wohlfühlen. Da wir das Spiel in Runde 1 nicht kannten, muss ich sagen, hat uns das Spiel auch in der ersten Partie so richtig den Allerwertesten aufgerissen. Also das haben wir nicht gewonnen. Das war wirklich bitter. Da ist es einfach die Zeit davon gerannt, weil wir das auch völlig unterschätzt hatten mit dieser Zeitmechanik, die da aufkam. Also ich kann nur sagen, da muss man drauf achten. Ja, was soll ich sagen? Material, ja, finde ich, ist total in Ordnung. Ne? Also es sind dicke Pappplättchen. Ich meine, die Karten habe ich gestrieft, aber sind ganz typischen amerikanischen Größen. Ist jetzt nichts Besonderes oder so. Ja. Die Minis sind auch nett. Es macht natürlich Spaß, wenn man die kennt. Dass Elfi natürlich nur ein Tracker ist, ist natürlich so ein bisschen schade. Aber gut, sie hilft halt anders mit. Aber ich muss sagen, das Spiel hat Spaß gemacht. Wir haben hier gesessen und wirklich diskutiert, wer macht das, wer macht jenes, wie viel Furcht kann ich mir erlauben oder müssen wir erstmal heilen, ja, kannst du die Aktion überhaupt machen, was wisst, wenn du noch 2 Furcht bekommst, wenn wir deine Szene-Karte ziehen, die Furcht macht, dann sind wir erledigt, also darf man nicht so auf Messer schneiden, da rumrennen, also es war schon sehr, sehr cool, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, kennt man irgendwann alles, ja, hat es das irgendwann ausgespielt? Schwer zu sagen, so oft haben wir es jetzt dann doch noch nicht gespielt. Also noch habe ich da Bock drauf. Und ich glaube, wenn man Fan der Serie ist, dann ist das auch das. Ist das auch ein echt gutes Ding. Und da ist die IP tatsächlich auch mal gut umgesetzt worden. Und eben nicht nur so ein lieblos dahingerotztes Spiel. Es ist schon sehr thematisch. Ich finde auch toll gestaltet. Man findet die Orte ja auch wieder. Ich zeige es euch nochmal. Also kann man jetzt so schlecht sehen. Aber schaut es euch nochmal an. Es ist wirklich cool gemacht. Und ja, wie gesagt, es ist bisher nur auf Englisch erschienen, aber Asmodee hat es angekündigt. Also von da aus, wer sich dafür interessiert und Englisch aber keinen Bock drauf hat, wartet auf das Deutsche. Ja, also, dann würde ich sagen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand es ziemlich witzig, habt ihr es auch schon gespielt? Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das kommt. Das war wirklich so ein Zufallsfund, weil ich das wirklich nicht gesehen hatte. Schreibt mal, ob ihr das Spiel kennt, ob ihr es auch gezockt habt, wie ihr es findet, ob ihr das genau seht wie ich oder sagt, nee, das ist die letzte Gurke oder eben sagt, ja, du hast vollkommen recht, das ist geil. Würde mich freuen, wenn es euch sonst gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oder ein Abo, wenn ihr es nicht schon längst da gelassen habt. Würde mich auch sehr, sehr freuen oder uns beziehungsweise. Und ja, ich würde sagen, bleibt uns einfach gewogen, spielt was Schönes und schaltet einfach das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier irgendwie was Lustiges machen, über Brettspiele quatschen, das Lieblingsspiel machen oder vielleicht wieder ein Brettexperiment. Wir machen eine Menge Campel, schaut einfach rein. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Yogi, ciao, ciao.